Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich dachte, man könnte ja eventuell mal wieder einen Vlog hochladen. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wann der genau online kommen wird und wie viel genau zeitlich dann da drin sein wird. Aber der Plan ist im Moment vielleicht so eine Art Monthly Vlog zu machen. Also vielleicht sammle ich einfach mal so ein paar Schnipsel, was sich den Monat über so ergibt. Vielleicht wird es auch ein bisschen länger, das weiß ich noch nicht. Das seht ihr ja dann jetzt. Und genau, ich wünsche euch einfach mal viel Spaß. Wir haben immer noch den Weihnachtsbaum hier stehen, einfach weil ich den so schön finde und mich so freue. Das ist nämlich mein erster. Es ist unser erster Weihnachtsbaum von meinem Freund und mir in unserer gemeinsamen Wohnung. Deshalb ist der irgendwie was Besonderes und ich freue mich da so drüber, weil ich mir das schon lange gewünscht habe. Ja, und deswegen ist der immer noch hier. Finde ich auch nicht schlimm. Irgendwann bauen wir den aber natürlich mal wieder ab. Und was ich allerdings schon ein paar Jahre lang mache, ist, Christbaumanhänger zu sammeln aus verschiedenen Städten. Den da habe ich nämlich, glaube ich, letztes Jahr in Köln gekauft. Ich zeige euch jetzt mal ein paar andere, die ich gerade so finde. Der hier unten, der ist aus Halle an der Saale. Und ich glaube, die anderen sind alle auf der anderen Seite. Und der ist aus Hanau, der ist aus Bonn, mit dem hat alles angefangen, der ist aus Wien. Na, fokussierst du das mal? Genau, so, der ist aus Wien, da war noch der Weihnachtsmarkt über Silvester am Schloss Schönbrunn und genau, mit der Kugel hat das angefangen. Und hier ist noch eine aus Bernburg an der Saale. Die ist eigentlich zu groß für diesen Baum. Und der Vogel fehlt noch da. Und der Vogel da. Der ist aus Quedlinburg im Harz. Genau. Und ich sammle eben so verschiedene Anhänger. Die passen natürlich eigentlich alle überhaupt nicht zusammen, aber das macht nichts. Genau. Jeder Anhänger aus einer anderen Stadt. Und das finde ich eigentlich ganz cool und gucke immer, dass jedes Jahr irgendwie einer dazukommt. Und ja, bin gespannt, was dann noch so einwandern wird. Das wird natürlich immer ein bisschen schwieriger, dann noch an neue Städte zu kommen, aber eigentlich geht das.
wieder unterwegs, um meine Wasservögel zu zählen. Es ist mal wieder soweit. Ja, und dachte, auf dem Weg dahin teste ich mal, ob das eigentlich auch so funktioniert. Das ist vielleicht mal spannender, als dass ich immer nur zu Hause sitze und in die Kamera gucke. Ja, wir haben sie Mitte Januar jetzt und ich muss sagen, mein neues Jahr ist so ein bisschen nicht so geil angefangen. Ich habe echt Probleme mit Kopfschmerzen und zwar habe ich jetzt wirklich seit Wochen, ich glaube sogar schon seit Ende Dezember, fast jeden Tag wirklich, wirklich starke Kopfschmerzen. Also ich habe halt allgemein viel Kopfschmerzen, immer schon und auch 1000 verschiedene Arten von Kopfschmerzen. Von den meisten weiß ich auch, wo sie herkommen und das jetzt ist halt irgendwas ganz anderes. Sie fühlen sich ganz anders an als die Kopfschmerzen, die ich sonst habe. Und meine Schmerzmittel helfen da halt auch nicht. Und ich nehme schon etwas stärkere Schmerzmittel. Also ich nehme Novalgin, das ist, ruft immer so gemischte Reaktionen davor. Entweder so ein Oh, das ist aber schon krass oder auch ja, ist ja Standard. Und naja, beides ist halt richtig. Also es ist schon eins von den stärkeren Schmerzmitteln. Korrigiert mich, wenn ich da jetzt Bullshit erzähle. Ich glaube, es ist unterhalb von Opiaten eins der... Also unterhalb von Opiaten das Stärkste, was man nehmen kann. Und die, also Leute, die ich kenne, die mit Novalgin nicht mehr weiterkommen, die kriegen dann Tramadol oder Tilidin. Und das, ich will das halt auf keinen Fall, weil dafür habe ich viel zu häufig Kopfschmerzen. Und da hätte ich Angst, dass ich da drauf hängen bleibe, weil das halt abhängig macht. Und Novalgin halt nicht. Ja, das ist halt aus, dann wieder aus anderen Gründen nicht so geil, weil Medikamente sind alle nicht so gut für den Körper. Aber ja, und es ist halt echt die totale Quälerei im Moment. Und meistens fängt es gegen Abend an, was genauso mysteriös ist. Also ich versuche noch dahinter zu kommen, ob es vielleicht einen Auslöser gibt. Vielleicht gibt es den auch nicht. Ich habe immer schon Phasen gehabt, wo ich einfach schon mal schlimme Kopfschmerzen hatte eine Zeit lang. So als ich Abitur gemacht habe, hatte ich das, glaube ich, Wochen, auch 3 Wochen am Stück oder 2 Monate am Stück, irgendwie sowas. Und es ist noch nicht so schlimm alles, wie es mal war. Also ich habe eine Zeit lang wirklich schlimme Horrorkopfschmerzen gehabt, dass ich richtig durchgedreht bin vor Schmerzen. Ganz so schlimm ist es jetzt noch nicht, aber es ist schon wirklich schlimm. Im Moment habe ich ein bisschen Koffein in Verdacht, weil ich mehr Kaffee getrunken habe in letzter Zeit als sonst. Also ich trinke sonst so morgens meine 2 Tassen Kaffee und jetzt habe ich in letzter Zeit häufig nachmittags nochmal Kaffee aufgesetzt. Bin am Überlegen, ob das vielleicht damit zusammenhängt. Das heißt, ich versuche jetzt erstmal gar keinen Kaffee mehr zu trinken. Entweder gar kein Koffein mehr oder wenn dann schwarzen Tee, weil das ist zwar auch Koffein, aber Koffein und Tein ist schon nochmal so ein bisschen unterschiedlich. Also das habe ich auch gemerkt, als ich damals angefangen habe, schwarzen Tee zu trinken. So, da hatte ich an das Tein noch keine Gewöhnung und das hat dann viel mehr reingeknallt als Kaffee. Deshalb denke ich, das ist schon nochmal ein Unterschied und dann trinke ich halt eher schwarzen Tee, wenn ich gar nicht ohne klarkomme. Das klingt jetzt, als wäre ich voll abhängig, ne? Aber jeder, der da so seine Kaffeegewöhnung hat, der weiß, was ich meine. So, man vermisst das halt einfach. Das ist so wie mit dem Rauchen aufhören. Ja, okay, vielleicht ist es doch eine Abhängigkeit. Naja, jedenfalls versuche ich halt erstmal gar kein Koffein mehr zu trinken und wenn, dann trinke ich mal eine Tasse Tee so. Und ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, aber ich habe das schon von anderen gehört, dass man quasi so Entzugskopfschmerzen von Kaffee kriegen kann oder allgemein von Koffein. Also dann, wenn es im Körper abgebaut wird und so den Körper wieder verlässt, dass das Kopfschmerzen verursacht. Und deshalb überlege ich jetzt eben, ob das vielleicht der Zusammenhang sein könnte. Ein paar Mal ist das aber auch passiert, da habe ich länger am Schreibtisch gesessen und bin aufgestanden und habe dann Kopfschmerzen bekommen. Also vielleicht ist es auch doch eher wieder so eine Durchblutungsgeschichte. Also ich kriege häufig auch Kopfschmerzen dadurch, dass da im Nacken irgendwo ein Blutgefäß abgeklemmt wird. Und vielleicht ist das so eine ähnliche Geschichte, vielleicht wird da irgendwo was abgeklemmt und dann, wenn ich aufstehe, rutscht mir das ganze Blut in die Beine und dann kriege ich dadurch Kopfschmerzen. Vielleicht ist es auch so, wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung und versuche im Moment halt so ein paar Sachen irgendwie als Auslöser zu auszumachen. Aber bisher muss ich da mal gucken. Also ich habe jetzt auch trotzdem Kopfschmerzen, obwohl ich keinen Kaffee mehr trinke. Also, aber ich denke, vielleicht muss ich das erst eine Weile durchziehen, um da einen Effekt zu merken. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ja. Und ansonsten so psychisch könnte es besser sein, es könnte aber auch schlechter sein. Ich bin ein bisschen niedergeschlagen, weil ich tatsächlich zum ersten Mal seit 5 oder 6 Jahren so eine depressive Phase habe. Und das ist sehr, ja, okay, es ist immer blöd, ja. Aber
ich habe halt, das habe ich irgendwie auch schon mal anklingen lassen, ich habe früher viele Probleme gehabt so mit so psychischen Geschichten. Und so seit 5 oder 6 Jahren geht es mir halt eigentlich gut, bis auf jetzt im Moment die Angststörung. Das ist eine neuere Geschichte, aber das hat jetzt weniger zu tun mit dem ganzen biografischen Dilemma, was da ansonsten früher mal war. Und das ist ein schöner Greifvogel. Das könnte ein Wanderfalke gewesen sein, leider kann ich ihn nicht anhalten. Ja, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich hatte eigentlich gehofft, ich wäre da drüber weg. So. Und das ist schon klar, wenn man mal so viel mit sowas Probleme hatte, das kann dir im Leben immer wieder passieren. Und ja, jetzt ist es halt auch nicht wieder diese wirklich ganz krasse, schwere Depression, wie es in meiner Jugend war. So bei weitem nicht. Es ist jetzt vielleicht eine leichte Depression, aber es ist trotzdem natürlich eine Belastung. Und es ist auch nicht jeden Tag so ganz schlimm. Also es ist auch nicht jeden Tag, dass da wirklich so düstere Gedanken und so mitschwingen. Es ist die meiste Zeit einfach Antriebslosigkeit und ich war ganz lange auch blockiert, irgendwas fürs Studium zu machen. Also ich war nicht, so mein Freund hat im Moment auch super viel zu tun und der braucht das Wort Uni nur erwähnen und ich kriege schon eine halbe Panikattacke. Das gibt sich jetzt gerade wieder. Es ist zumindest, ich schaffe es trotzdem noch die meisten Tage nicht, mich wirklich ranzusetzen, aber zumindest kriege ich nicht mehr sofort Panik und es gibt schon immer wieder Tage, wo ich es hinkriege. Dazu kommt auch, weil sich jetzt die Situation so ein bisschen geklärt hat. Das war vielleicht auch Angst vor Überforderung und vor Versagen vielleicht auch, weil ich halt gesehen habe, es ist alles einfach super viel diesen Monat und da waren halt Leistungsnachweise, das sind eine Klausurvorleistung, das sind häufig Referate, Hausarbeiten, sowas. Was diesen Monat noch gewesen wäre mit Programmen, mit denen ich nicht gut umgehen kann und das war halt einfach auch zu viel, dass ich gemerkt habe, ich schaffe das alles nicht mehr rechtzeitig. Es hat sich jetzt insofern ein bisschen geklärt, weil ich jetzt einfach abgeschmissen habe, was mich schon sehr frustriert, weil die Prüfung relativ einfach ist, aber ich schaffe die Klausurvorleistung nicht, das ist total dumm. Die ist viel schwerer als die Klausur, wobei die wahrscheinlich auch gar nicht so schwer ist, aber ich kann halt wie gesagt mit diesem Programm nicht umgehen. Das ist ein GIS-Programm, das GIS steht für Geoinformationssystem, damit kann man Karten erstellen, das klingt simpel, ist aber total kompliziert. Und ja, ich habe ein bisschen Pech gehabt mit der Übung dazu, weil ich habe die irgendwie nicht mitgekriegt, ne? Und ich komme mir total blöd vor. Aber es hieß am Anfang, ja, die findet jetzt am Anfang noch nicht statt, wir fangen da irgendwann später mit an. Und ich weiß nicht, wann das gewesen sein soll, weil es gab nie eine offizielle Ankündigung, dass es jetzt losgeht. Ich habe mich dann ab und zu trotzdem einfach eingewählt zu der Zeit, weil ich dachte, ja gut, irgendwie müsste es ja jetzt aber langsam mal stattfinden, aber es war nie jemand da außer mir. Aber ja, irgendwann tauchten dann Übungsdateien auf, aber keine Aufgabenstellung dazu. Und ja, dann gab es jetzt halt die Aufgabe für diese Klausurvorleistung, aber da ist die Aufgabenstellung auch derart schwammig und du hast einfach 10.000 Daten dazu und ich verstehe trotzdem an der Aufgabenstellung nicht, was ich machen soll. Und wie gesagt, ich komme mit diesem Programm halt auch nicht zurecht, weil das ein neues ist, was wir vorher noch nie hatten. Und ja, das ist halt blöd jetzt. Und ich will halt auch nicht schon wieder irgendwen um Hilfe fragen, weil ich mich dann da wieder schlecht fühle, weil ich denke, dann melde ich mich nur, weil ich was will. Und man hat ja aber jetzt schon seit Monaten irgendwie hier mit keinem mehr gesprochen, weil man sich halt nicht mehr sieht und dann traue ich mich nicht, jemanden zu fragen. Und ja, würde ich das tun, hätte ich wahrscheinlich noch die Möglichkeit, das zu machen und ich mache mir wahrscheinlich das Leben selber schwer, indem ich das jetzt so mache. Aber seitdem weiß ich zumindest, was Sache ist und das hat mir so ein bisschen den Druck da weggenommen. Ist halt blöd so. Vor allem, weil das die Wahlpflichtmodule sind, die gibt es nur im Wintersemester. Es gibt eins, das ich im Sommer machen kann. Das heißt, wenn ich das jetzt abschmeiße, muss ich die anderen 4 aber schaffen, sonst muss ich ein volles Jahr dranhängen, weil ich die erst wieder im nächsten Winter machen kann. Das wäre schon kacke. Ja. Und ansonsten weiß man halt noch nicht genau, wie das jetzt ist. Die meisten Prüfungen werden wohl in den März verschoben. Einzelne finden statt, manche finden online statt. Bei manchen diskutieren sie, machen sie jetzt eine mündliche. In einem Fach, das besteht aus 3 Teilmodulen, da können sich die Prüfer nicht einigen. Und es steht im Raum, dass wir jetzt 3 Prüfungen machen statt einer, weil die sich nicht einigen können. Der eine möchte lieber eine mündliche machen, der nächste möchte eine Open-Book-Klausur machen, also dass du die zu Hause machst und da hast du ja dann deine Unterlagen, deswegen werden die Aufgaben dann entsprechend schwerer. Und eventuell macht dann jeder seine eigene Prüfung, das wissen wir noch nicht. Und eine Klausur ist in 2 Wochen, da weiß man noch gar nichts und ich wüsste jetzt gern, muss man dafür nur lernen oder nicht, weil das ist ganz schön viel. Ja,
Also es ist alles wieder sehr kompliziert und alle, die außer mir auch noch studieren, werden wahrscheinlich gerade genau das Gleiche durchmachen. Ihr habt mein Mitleid. Ja, vielleicht leiden wir jetzt einfach gemeinsam. Ja, so wie ihr gemerkt habt, habe ich angehalten. Das liegt daran, dass ich da bin. Und wenn ich das richtig sehe, ist mein See vereist und hier sind keine Vögel. Ja, schön, da bin ich aber schnell fertig heute. Egal, so, wir steigen mal aus und gucken uns die Geschichte mal an. So dick ist die Eisschicht gar nicht. Ja, man sieht schon, ich würde da jetzt schon einbrechen, obwohl ich hier noch ganz am Ufer bin. Ich bin jetzt diesmal unter der Woche hier, weil ich es am Wochenende nicht geschafft habe. So, heute ist Montag. Und das heißt, dass die in dem Förderwerk da hinter mir arbeiten. Das hört man so ein bisschen. Ich hoffe, ich kriege keinen Stress, dass ich jetzt hier rumlaufe. Aber ich meine, ich laufe ja nicht am Gewässer und ich laufe auch nicht auf das Betriebsgelände. Das machen auch immer wieder Leute und jagen dann meine Gänse. Ja, viel zu sehen ist ja hier jetzt eh nicht, ne? Aber ich muss trotzdem einmal rumlaufen. Der Weg ist auch super schlammig. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Vor allem, weil ich habe ja nur eine Hand frei, weil ich mit der anderen Hand dieses Monstrum da tragen muss. Ja, es ist schon echt glitschig. Und ich habe gesehen, dass hinter mir, ganz am anderen Ende, da ist ein bisschen Eis frei und da sitzen Enten. Das heißt, da muss ich jetzt auf jeden Fall noch hinlaufen, damit ich die wenigstens noch aufnehmen kann. Ansonsten habe ich jetzt nur zwei Wacholderdrosseln, zwei Blaumeisen und zwei Greifvögel bisher und zwei Krähen. Also eigentlich keine Wasservögel. Doch, das eine Entenpärchen von eben, genau. Aber das wäre eine etwas magere Ausbeute. Genau, also jetzt dann auf. Wenn das klappt, zeige ich euch gleich noch die Vögel da hinten. Der Weg ist auch super schlammig, wie man sehen kann. Da sehe ich dieses Eisloch und da ist jetzt alles voll mit Enten. Und die muss ich jetzt alle zählen. Da sitzen sie jetzt alle, als hätten sie sich zum Urlaub getroffen. Cool Party!